willkommen zu unserem neuen Video. Wir packeln gerade fleißig um Madum. Heute sind wir in der Gegend um Sölden rum und jetzt geht erstmal Trail runter Richtung Sölden und dann rechts eine Hüttentour, habe ich gehört. Genau, zu einer hohen Hütte rauf. Haha. Ja, hoch ist die Hütte. Und bei Seen vorbei, eigentlich ist es eine Baderunde, weil es heute recht warm wird. Ziemlich der letzte heiße Tag dieses Jahr. Und wir haben gesagt, machen wir eine kleine Seenrunde mit einer Hüttentour. Einfach was gemütlich. Im Moment ist es arschkalt. Ich habe zwei Decken gebraucht. Also bei mir ist es warm. Recht warm, ja. Ja, bei denen ist es kuschelig. Ja. Fein. So, da. Helm auf, gut drauf. Die Ansage war Trail nach Sölden. Keiner von uns hat gefragt, ob rauf oder runter. Puh. So, jetzt sind wir wieder auf dem Standardweg. Bei dem anderen ist eine Mure durchgegangen. Wir wussten schon, dass nur der angeschrieben ist. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ging es bergauf für uns, angeschrieben mit gerade mal 6 Stunden. Oh Gott! Noch im Schatten, schon mal sehr fein. Aber ich glaube, lang bleibt das Privileg jetzt nicht mehr erhalten. Da habt ihr jetzt wieder Aussicht auf Sölden, Geislach Kogel und die andere Gondel hier drüben, Gigi Joch. Ja, bei uns? Schwitzt man. Ja, schwitzt man. Geht's jetzt hier rauf. Wir sind schon ein Stückchen weiter oben und zwar bei der Klebealm. Und der Martin zieht sich noch schnell was an, damit keine blöden Kommentare kommen. Nein, Spaß, sondern weil es jetzt zum Tragen wird. Und da scheuert sonst der Rucksack. Und bei mir beschlägt alles. Stehen bleiben ist nicht so gut. Brillenträger wissen das. Ich bin zum Glück normal keiner. Ich würde durchdrehen, aber... Ja, aber es sagt mein Helm. Manchmal bei der Sportbrille weiß man dann schon, was es spielt. Also ausschauen tut es ja himmlisch. Könnte Heidi über den Weg laufen, ja, oder? Bei uns wird jetzt fleißig getragen. Und mittlerweile hat uns die Hitze endgültig eingeholt. Aber oben kommt ein See, habe ich gehört. Aber der ist die Kläger, ja? Voll, echt lässig. Ist richtig cool. Hier hoch wird es schon immer schroffer. Also bis jetzt schien es recht einfach, der Trail, oder zumindest nicht so schwer. Und hier oben wird es aber jetzt schon ordentlich verblockt. Da bin ich dann gespannt. Und ich freue mich jetzt wirklich schon auf diesen See. Ich hoffe, der kommt bald. Ein Wanderer, der war ganz erstaunt, wo ich gesagt habe, wo es noch hingehen soll, zur Hütte. Dann hat der so gewirkt, so puh, jetzt bin ich gespannt, wie weit es noch rauf geht. Weil ich habe nicht mal eine Karte, das wissen alles nur Martin und Vicky und die verarschen mich heute schon die ganze Zeit. Deswegen muss ich mich überraschen lassen. Wie weit ist es denn noch? Bis wir da sind. Seht ihr? Heute gibt es keine vernünftigen Antworten. Schreibt euch die Heizung ein auf der anderen Seite vom Bildschirm im Sommer, dann wisst ihr, was da los ist. Warte. Im Garten sind hier auch viele oben, die haben keinen Stress. Die sind ganz gemütlich unterwegs.
Die sind so müde in der Sonne. Fast so schlimm wie wir. Oh, jetzt kommen die anderen auch noch. Den See haben wir jetzt zumindest schon mal erreicht. Und er sieht cool aus. Aber bestimmt ist der auch echt kalt. Da sind sie auch schon drin im See. Rutschig ist, habe ich gesagt. So, jetzt sind wir hier am Joch oben. Da ist nochmal ein kleiner See. Aber unser Plan ist noch bis darauf zu der Hütte hinter. Puh. Tragen liebt die Vicky. Macht die Petra aber nicht so. Da wird noch fotografiert. Und bei dem See haben wir eben gerade Geausnen. Der ist in echt genau. Ja, in echt ist er noch blauer eigentlich. Es kommt gar nicht so rüber am Video. Und für uns geht es jetzt dann hier weiter. Gefühlt zum 100. Mal füllen wir heute schon unser Wasser nach. In echt ist aber auch schon das dritte oder vierte Mal. Oha, ja, was kommt denn jetzt? Ja, ist aber auch echt warm. Wir sind jetzt auf 3000. Okay. Und jetzt ist es wirklich warm, also auf 3000 300 Wasser. Und die Hütte sieht man jetzt, na, man sieht noch den Gipfel, aber den seht ihr glaube ich nicht. Der ist genau da oben, sieht man das Kreuz vom Dach. Also ausschauen tut es schon wieder ein bisschen wie so eine Mondlandschaft. Aber mit Wegmarkierung. Wir sind nicht die Ersten am Mond, die es ausschauen. Boah, jetzt ist ein einziger Geröllhaufen. Noch im Welten schlimmer als vorher schon. Da ist schon wieder zum Hinlangen. Puh. Da oben seht ihr jetzt die Hütte. Ist immer noch ein Stückchen weg. Aber jetzt sind es eigentlich nur noch so 150 oder so. So, 3100 Endspurt zur Hütte. Aber jetzt sind wir echt schon weit oben. Da sieht man auch schon wieder auf den Gletscher runter. Also das ist jetzt echt grobfelsig hier rauf. So, jetzt zeige ich euch noch schnell das Panorama. Weil ich glaube, von der Hütte sieht man dann eher die andere Seite. Und das hier sollte man ja auch nicht vorenthalten. Hier Aussicht Richtung Stubai. Und auch noch ein großes Gletscherblatt. Ansonsten schon sehr karg alles hier oben. Und das ist dann die Aussicht in die andere Richtung. Nach Sölden. The quiet place of Sölden, the quiet side. Voll geil. Aber es ist ja frisch sein mit dem Schnee. Das ist frisch. Prost, Prost. So, jetzt sind wir oben. Auf der geheimen Hütte. Ja, unsere Tour heute, Hütte mit See. Alles habe ich den Mädels versprochen. Ich hoffe, ich habe alles eingehalten. See war dabei, Hütte war dabei, ja, Kuchen war dabei. Ist dabei. Echt eine coole Tour bis jetzt und sehr eindrucksvoll gewesen. Und ein großes Lob an die Mädels. Ja, super. Für die Planung. Ja, und die Wirtin hat aber schon erzählt, dass jedes Jahr ein, zwei hochkreien. Also wir sind nicht die Einzigen, die das hier gemacht haben. Aber das ist die dritthöchste Hütte. Mhm. Österreichs oder Tirols? Ich habe schon wieder vergeigt. Ich glaube, Tirols ist die dritthöchste, oder? Ja, die aber das sind bei Länge, ja, in Tirol war es nur die Hexte von der Gegend da ist. Ja. Aber wir haben es dann im Interview. Wunderschön. Kuchen ist auch sehr gut. Mhm.
schau mal, was da für eine krasse Felsplattenabfall runtergeht. Aber da gehen wir nicht runter. Wir fahren ja den Weg wieder runter, wo wir hoch sind.
geht's jetzt kurz in den See, aber es ist schon 20 vor 6. Also, bleibt ja, nicht mehr allzu viel länger nach Dorkheim. Spielraum. Wir müssen dann von Sölden ja auch noch ein Stück hochdrehen. Ja, ja. Zeit bleibt, dann hat man immer einen Platten. Aber wir schaffen das schon noch. Wir halten euch auf dem Laufenden, ob wir dunkel oder hell zum Auto kommen. Aber den Trail, den kriegen wir noch hell und der wird noch richtig geil. Also auf jeden Fall dranbleiben, denn es lohnt sich.
Aber die Strecke ist ja wohl prädestiniert, oder? Herbst ist echt nicht so mein Favorit. Also Wiesen oder so habe ich schon gemacht, aber Sommer, Winter, Frühling ist auch noch ganz gut. Ja, manchmal liebe ich erst im Frühling im Pferden, aber Herbst irgendwie. Music.
am selben erreicht. Der Trail war jetzt noch mega. Und jetzt müssen wir zurückstrampeln zum Auto. Da warten noch ein paar Höhenmeter auf uns.